Verdonald. Ja, toll. Ach, das ist... Ach, ja, das war das Ding. Ja, packen wir damit hin. Und Streuköder. Für kurze Zeit bis zum nächsten Anbeißen. Hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert. Ich glaube, das war eine Jumping Aura. Ja. Aber männliche Aura. Versuchen wir das so einfach mal. Wunderbar. Jumping Cat. Jumping Cat. Bring mir 5 Limsa-Schwanzer, denn solange du in Limsa-Lumensa bleibst und Wattwürmer als Köder verwendest, solltest du diesen Fisch an fast jedem Ufer einen Haken bekommen können. Oh, Limsa-Schwanzer, denn Frischheit geht es kaum. Du hast zweifellos Potenzial. Weiter so. Huch, Meister Babalago, was machst du denn hier? Oh, ich habe mitbekommen, dass du einen Frischling damit beauftragt hast, Limsa-Schwanzer-Dellen an Land zu ziehen. Ich wollte nur kurz vorbeischauen, um mir eine kleine Kostprobe davon zu genehmigen. Ein paar Limsa-Schwanzer-Dellen mit einem kleinen Schlückchen Rum haben noch niemanden geschadet. Nicht? Dafür bist du hergekommen? Ich fasse es nicht. Wann hast du eigentlich das letzte Mal richtig gearbeitet? Ich hätte nichts dagegen, aber ich bin auch nicht derjenige, der sich dann aufregt, wenn die Geschäftsbücher wieder nicht stimmen. Ich habe richtig gearbeitet gesagt. Ich hoffe, du lernst irgendwann den Unterschied, Meister. Zurück zu dir, Aldaria. Du hast gelernt, wie man mit einer Angelrute umgeht. Das ist ein guter Anfang. Vergiss nie die Grundlage deines Fachs. Egal, wie gut du auch werden solltest. Es hilft dir nicht viel zu wissen, wie man die besten Fischgründe ausfindig macht oder wie man den besten Köder auswählt. Wenn man vergessen hat, wie man die Angel schwingt. Fische hängen sich nicht aus reinem Respekt vor deinem Wissen an den Haken. Schade. Genau, immer kräftig die Rute auswerfen. Wo du welche Fische fangen kannst, lernst du am besten durch die Übung Mach den Meister. Methode. Also, genau wie bei den Lieblingsangelgelegenheiten. Typisch. Der Meister hat wieder mal nur die Frauen im Kopf. Ich hoffe, du lässt dich davon nicht abschrecken. Komm einfach wieder, wenn du mehr über die Fischerei lernen willst. Luca, Hallöchen. Ich weiß nicht mehr, wie spät es ist. Warte. Ich denke mal noch so eine Stunde, anderthalb Stunden. Pi mal Daumen, bis mein eines Getränke leer ist. Da das noch recht voll ist, ja. Eine Stunde auf jeden Fall. Eine Stunde auf jeden Fall. Wieso? du kannst nun vom Gen-Auftrag der Fische annehmen. Den nächsten Auftrag erhältst du, sobald du Stufe 5 erreicht hast. Blablabla. Ja, okay. Haben wir. Glaube ich. Würde mich wundern, wenn wir noch nicht Level 5 sind. Wir sind sogar Level 8. Level 8. Respekt. Nichts, alles gut. Okay. Gut. Ja, hätte ja sein können. Ich frag nur. Auf große Fahrt, das ist gut. Hallo, du bist doch Aldaria, nicht wahr? Wie läuft es mit der Fischerei? Als Neuzugang in der Gilde bist du sicher noch ganz heiß darauf, möglichst viele neue Fische zu fangen. Da habe ich einen guten Tipp für dich. Die Fischergilde hat ein großes Fischerschiff in Betrieb genommen, auf dem die Fischer weit aufs Meer hinausfahren können, um dort zu fischen. Das Fischerschiff legt vom Fähranleger hier in dem Salomense aus ab. Du weißt schon, in der Nähe der Hermetikergilde. Melde dich beim Kapitän Hürzagil, wenn du mitfahren möchtest.
Luca, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Die andere Quest nehme ich gleich an. Nee, ich glaube, wir laufen tatsächlich mal zu Fuß. Will ja eigentlich nur Yangi. In der Hoffnung, dass ich bald wie möglich mein eigenes Mount kriege, auch wenn ich noch nicht drauf reiten darf. Aber zu wissen, dass man es hat oder hätte, wäre ja schon mal gar nicht so verkehrt. Da ist der Edri. Gut, hat einen entspannten Tag. Das Stream war soweit gut. Das war er, das war er. Sehr gemütlich. Wir haben vorhin in FF14 die Story abgeschlossen, also vom Patch. Und dann ein bisschen in True Colors reingeguckt, also Life is Strange, True Colors. Die Episode leider noch nicht ganz beendet, aber. Also die erste. Aber war es mal gut. Hat Spaß gemacht. Und ja. Jetzt halt noch entspannt so ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Mit meinem neuen Main. Ich würde ja gern sagen, wir hätten viel geschafft, aber haben wir leider nicht. Das Schlimmste ist, ich kann jetzt angeln. Von daher. Aber nee, wir machen noch ein bisschen. Ich will ja noch ein bisschen was schaffen. Hinzu kommt ja, dass wir gleich auf große Fahrt gehen. Und ja. Mal gucken. Oh, hallo. Willst du mit mir auf große Fahrt gehen? Ich bin Firsahil, der Kapitän der Endeavour. Bei der nächsten Fahrt werden wir die bekannten Routen verlassen und einfach dorthin segeln, wohin uns der Wind weht. Neue Entdeckungen entgegen. Aber Captain, das geht doch nicht. Wir haben doch nur ein einziges Fischerschiff. Wenn ihr damit völlig frei auf dem Meer herumfahrt, können sich die anderen Fischer die große Fahrt abschminken. No. Verzeihung, dass ich mich einmische. Ich bin Driss Totam, ebenfalls ein Mitglied der Fischergilde. Die Freude am Fischen führt oft dazu, dass unsere Gildenmitglieder ihr Gefühl für die Zeit verlieren, wie man an Meister Babalago und auch an Kapitän Fürstergil sehen kann. Deshalb kümmere ich mich um die Anmeldung und die Planung. Unser von der Gilde betriebenes Fischerschiff heißt die Endeavour. Es legt zu festgelegten Zeiten ab, fährt jeweils eine von mehreren möglichen Routen und kommt dann wieder hierher zurück. Wenn du wissen möchtest, welche Route das Schiff als nächstes nimmt, kannst du mich danach fragen. Ich zeige dir dann gerne den Fahrplan der Endeavour. Selbstverständlich muss sich nicht nur der Kapitän an den Fahrplan halten, sondern auch alle Fischer. Wer nicht pünktlich ist, muss leider bis zur nächsten Fahrt warten. An Bord musst du dich um nichts mehr kümmern, außer ums Fischen. Hier, probier doch mal den Universalköder aus. Den Köder kann ich für die erste Fahrt wärmstens empfehlen. Dabei sind ganz verschiedene Fischarten an. Also ich möchte es eigentlich heute noch bis zum Bund schaffen. Eigentlich. Könnte ein bisschen schwierig werden. Dadurch, dass es drei Innis noch sind. Der Köder müsste locker eine Fahrt lang halten, aber du kannst natürlich auch andere Köder verwenden. Von einem Köder hängt ab, welche Fische anbeißen. Es lohnt sich also, verschiedene Köder auszuprobieren. Hier an Land kümmert sich Driss Tota um alles, aber an Bord habe ich das Sagen. Sperr unterwegs die Lausche auf, dann kannst du bestimmt noch etwas lernen. Die Endeavour ist bei Firsahil in den besten Händen. Ich helfe dir gerne weiter, wenn du dich für eine Fahrt anmelden möchtest oder Fragen zur großen Fahrt hast. Die 10 Köder reichen sicherlich nicht für eine große Fahrt. Er hat gelogen. Ich war schon mal auf großer Fahrt. Da reichen sicherlich keine 10 Köder. Schickes Outfit. Wirklich. Wirklich ein schickes Outfit. Let's go. Na, noch nicht ganz.
Noch nicht ganz. Oje. Okay, das schaffe ich tatsächlich nicht. Ja, nee, das lasse ich mal. Okay. Es ist zwar bald zu weit, aber passt noch. Aber jetzt eine Fischerrede? Und Dento Gaming, vielen Dank für dein Raid. Und ein dickes Hallo an alle, die mit dir mitgekommen sind. Hallöchen, wie geht's euch? Was habt ihr gespielt? Warte mal, jetzt will ich einmal ganz kurz. Shoutout kommt sofort. Shoutout kommt sofort. Ich bin nicht gerade die Schnellste, es tut mir leid. Ha! FF14. Eigentlich hätte ich es mir denken können, aber. Wie war's? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr in FF14 gemacht? Jo, also, schaut alle gern bei Dento rein. Ihr spielt auch FF14. Kann nur eine coole Socke sein. gemütlich die Weeklies geholt. Und ein bisschen PvP. Sehr geil. Ja, Weeklies hätte ich. Ja, müsste ich eigentlich. Ja, müsste ich irgendwie auch machen. Aber so weit bin ich noch nicht mit dem Char hier. Also ich bin noch nicht. Ich bin nicht neu, das sage ich schon mal. Ich habe eigentlich einen 90er Char. Aber aus Gründen wechsle ich gerade meinen Main. Und Vigo Now, vielen lieben Dank für dein Follow. Und Ryan Schink, auch dir vielen lieben Dank für dein Follow. Und Dento, auch danke dir. Herzlich willkommen hier bei den Sampfoten. Bei den verrückten, durchgeknallten Welchen. Hallo. No, Leute, danke schön. Und Blalula, auch dir vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Auch herzlich willkommen in der Sampfoten-Crew. Ich glaube, ich kann gleich wieder zurück zum Hafen. Oh, danke schön. Denn du bist sehr animalisch, empfehlenswert. Sehr gut, sehr gut. Ja, mit der FF14 sowieso. Wie jetzt voll so ein Jack sympathisch. Ja, ne? Ja, das musste ich reinnehmen. Das ist geil. Also eigentlich spiele ich auf Shiva. Wie gesagt, aus Gründen habe ich meinen neuen Main jetzt auf Chaos und Phantom verlegt. Aber hauptsächlich spiele ich auf Shiva oder auf Zodiac tatsächlich. Zodiac habe ich den Community-Char und einen kleinen Lala, der in Heavensward irgendwo rumgeistert. Irgendwo Mitte in der Heavensward lauert der eine. Zodiac-Beste. Ja, ne? Lala noch besser. Menschen, die Lalas mögen. Das ist super. Bei uns werden Lalas immer gefressen, komischerweise. Immer, jedes Mal will man meinen Lala fressen. Ich weiß gar nicht, warum. Lalas sind süß. Ich liebe Lalas. Gibt, glaube ich, nur einen einzigen Lala, den ich in FF nicht mag. Der ist leider storybedingt. Den muss man leider ertragen. Phönix-Urgestein. Auf Phönix habe ich keinen Char. Nicht, dass ich wüsste. Meine ich, oder? Nee, auf Phönix habe ich keinen. Sie ist bei Mikronutanuk. Na. Wir sind größtenteils auf Phönix. Phönix ist aber auch gut. Da habe ich auch ein paar Leute, die da beheimatet sind. Der kocht und foltert Lalas in seinem Haus. Nein! Lalas übernehmen die Welt von Eorzea. Die Theorie ist weit verbreitet. Die ist weit verbreitet. Ein Kumpel von mir, der ausstreamt, der behauptet auch immer, die Lalas wollen die Welt beherrschen. Die sind die Strippenzieher. Ich gehe am besten schon mal zurück.
Ich weiß, da ist zwar die Quest, aber ich gehe am besten zurück, bevor ich es verpasse. Ich kenne mich. Ich weiß, wie ich bin. Sonst verpasse ich es noch auf große Fahrt zu gehen. Königsbeste, du musst mir zustimmen. Ich weiß, was ich gesagt habe. Na, ihr kennt euch. Ihr kennt euch. Ja. Kindchen. Ich werbe es vor kurzem noch einer. Oh. Ja, ich bin eigentlich Mikote-Main. Ich liebe die Katzen. Ich liebe Katzen. Ach so, echt? Echt? Ja, stimmt. 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 Da sind wir wieder. Mein Gedächtnis ist ein Sieb. Scheiße, stimmt. Okay. Peinliche Stille. Wir spulen jetzt mal die letzten 5 Minuten zurück, ja? Ich habe nichts gesagt. Lerner sind toll. Bei dem muss man leider raus. Badge ruft. Ich wünsche noch einen schönen Stream. Dankeschön und danke für den Raid. Dankeschön. Okay. Ja. Dankeschön. Ja. Aber vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Würde mich zumindest sehr, sehr freuen. Nicht mehr gern. Ja, schon sicher wieder rein. Wie gesagt, würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt eine gute, gute Nacht und morgen wundervollen Tag. Beziehungsweise, ah ne, noch ist es nicht morgen. Sind noch 6 Minuten. Also nochmal am Rande. Hast gleich Halbzeit zu 16 Stunden Stream. Daki, Ruhe! Ich hatte gerade einen 24er. Ich mache jetzt keinen 16 Stunden Stream. Vergiss es. Nein. Aus. Böse. Böses Daki. Ganz, ganz böse. Ja, zur Info, ich hatte am Sonntag einen 24-Stunden-Stream und ich bin immer noch müde. Ich habe auch immer noch Augenringe. So, doch 24 Stunden habe ich gerade gehört. Nein! Nein! Daki, aus! Platz! Still! Ganz ruhig! Nein! Erstmal nicht. Böses Daki. Wir haben Sonntag am Strand. Ja, wäre ich auch gern gewesen. Ich höre immer Mimimi. Ja, mache ich. Mimimi. Was? Okay. Das war jetzt cool. Sieht tatsächlich cool aus. Bleib doch mal stehen. Von der Frisur so ein bisschen was von Geralt. Geralt in Grau und weiblich. Am Strand wäre ich auch gerne mal wieder. Ich war jetzt erst eine Woche in den Bergen. Ich war bis vor 1,5 Wochen noch im Urlaub. War ich unten in Bayern. Hab die Wälder und Felder begutachtet. In Esel machst du doch mit zwei Händen etwas, oder? Ja, in Esel bin ich mit zwei Händen mittlerweile dank dir unterwegs. Vorher war es ja Einhand, mittlerweile Zweihand. Spielen wir auch ab nächste Woche? Ab nächste Woche wieder. Dann spielen wir auch wieder ESO. Nur ne, zur Info. Also wir spielen hauptsächlich FF14. Aber es gibt auch mal so andere Sachen. Vorhin haben wir zum Beispiel Life is Strange True Colors gespielt. Ja. Ja, ich werd gezätschelt. Ja. Ja.
Ja. Das habe ich alles noch nicht. Das muss ich mir alles noch kaufen. Die Stimme ist cute. Ich muss mir die ganzen Emotes noch holen. Hier habe ich noch gar nichts, außer meine Mounts, wenn ich sie dann irgendwann mal benutzen darf. Ich bin heute fertig mit etwa 20 Stunden in P5 drin. Oh. Ist es denn geil? Also ist P5 geil? Ich war tatsächlich noch nicht, weder in den Normal noch in Savage. Beim beiden nicht drin. Bane ist immer geil. Ja! Mit der richtigen Gruppe. Mit der richtigen Gruppe. Wie gesagt, ich hatte mal eine, aber ich bin. Das hat nicht so harmoniert, sag ich mal. Es war nicht so. Es war nicht so das Wahre. Okay, ich bin am Überlegen, ob ich mit mir einen neuen Char mache mit meinen Händen mache. Mach doch! Achso, mach aber vorher ein Update, sind ein paar Gigabyte wieder. Danke für die Info. Das mache ich auf jeden Fall. Mache ich am besten schon 3 Tage vorher. Bin eine große Static-Gruppe mit vielen Leuten und damit. jetzt waren. Ja, ich weiß gar nicht, wir hatten. Ich glaube, 7 Feste waren wir. Und einer war dann halt immer random, meistens. Oder halt jemand aus der Gilde. Also aus der anderen Gilde. Unsere ist noch am Wachsen. Weil wir hatten viele Leichen drin, sag ich mal. Viele, die ihre Chars nicht mehr angerührt hatten, haben wir jetzt aussortiert. Und Co-Leiter und ich sind jetzt auch dabei, Gilde neu aufzubauen. Und vielleicht dann irgendwann auch mal eine feste Gruppe zusammenzukriegen, mit der man dann auch mal ordentlich raiden gehen kann. Ohne dass man immer irgendwelche komischen Randoms drin hat, die einen von der Seite ankacken. Immer ganz toll. Ich habe mein PC ja neu aufgespielt. Der Anfang war 150 Gigabyte und knapp 3 Tage kam das neue Update mit etwa 60 Gigabyte. Alter. Ich bin immer froh, dass ich eh so nicht mehr runterschmeißen muss bisher. Mir graut schon vom neuen PC irgendwann mal. No. Ich will auch den Hai haben. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich finde dieses Pad so süß, ne? Aber 150 Gigabyte, beziehungsweise sind ja jetzt über 200 dann. Heftig. Ich bin bei denen in der Raid-Gruppe dabei. Zwar nur einmal da gewesen, aber dabei. Das ist gut, Luca. Das ist gut. Ah, schön. Ja, wie gesagt, ich hatte. Weil ich habe vorher nie geradet. Es ist auch das erste Mal, dass ich FF14 überhaupt so weit hatte, dass ich überhaupt raiden gehen konnte. Dass ich überhaupt im aktuellen Content drin war. Und ich glaube, Problem war einmal, ich konnte den Barden nicht komplett spielen. Ich war tatsächlich mit der Rota überfordert. Es lag aber tatsächlich bei mir, Gott sei Dank, das hat die Raid-Gruppe auch gesagt, es lag Gott sei Dank nicht an meiner Rota. Es lag halt immer daran, dass wir Pech hatten. Wir hatten verdammtes Pech. Wir hatten jedes Mal keine volle Gruppe und mussten mit 2 oder 3 Randoms aufstocken. Und die haben es meistens nicht auf die Reihe gekriegt. Ich weiß nicht, wie oft wir bei P1 gestorben sind. Ich glaube, wir haben das Ganze nur, um für mich das Ding einmal zu beenden. Ewig gebraucht. 2, 3, 4 Wochen. Und ich habe das Buch einfach nicht gekriegt. Jedes Mal, wenn wir da drin waren, mein Schaden war gut. Aber die Randoms, die immer reingerannt sind, wenn sie rausrennen sollten. Und ja, und irgendwie ist es zeitlich nicht mehr gepasst. Und dann, ja. Achso, ja, ich sollte mich ja mal anmelden. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wäre vielleicht nicht verkehrt.
Die meine, ich mache mich gut als Bar, deswegen bin ich noch drin. Ja, ich muss für mich tatsächlich erstmal die perfekte Klasse finden, wo ich die Rote auch gut spielen kann. Also es gibt viele Klassen, die ich so spielen kann. Was ich überhaupt nicht hinkriege, ist Thaumaturg zum Beispiel. Thaumaturg kriege ich überhaupt nicht auf die Reihe. Ich weiß, wie er funktioniert. Aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn einfach. Den Schurken kriege ich auch nicht komplett auf die Reihe. Also ich muss da echt mal gucken. Die Klasse, mit der ich am besten meinen Roter hinkriege, mit der gehe ich dann irgendwann auf Raiden. Also. Aber Barde kann ich tatsächlich gar nicht spielen, obwohl ich die Klasse liebe. Aber ich kann ihn nicht spielen. Das ist irgendwie. Ja. Einfach nie. Einfach nie. Muss ich mir die Rote vielleicht irgendwann nochmal angucken. Oder Nachhilfe nehmen. Ich habe ja zwei, die den Bar gut spielen können. Jetzt sagt er, er ist gar kein, obwohl er sehr gut ist. Sagt man das nicht immer? Sagt man das nicht immer? Ich empfehle den Red Mage. Red Mage habe ich, glaube ich, bisher nur kurz gespielt. Müsste ich mal versuchen. Müsste ich mal versuchen. Also aktuell im Story-Content spiele ich den Reaper tatsächlich. Also ich wechsle tatsächlich vom Bade-Main auf Reaper und White Mage-Main. Wobei Heilen im aktuellen Content ist noch so ein bisschen übungsbedürftig. Aber ich krieg's hin, irgendwie. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal meinen neuen Char hier. Weil ich wollte halt privat und Stream so ein bisschen trennen. Halt auch wegen der Gilde, weil viele immer gesagt haben, ja, Stream-Gilde ist immer so. Hä? Da findest du halt auch keine Leute, die dann in der Gilde sein wollen, wenn du streamst. Ist dann immer so. Deswegen habe ich gesagt, gut. Gut, war nicht der einzige Grund. Zweiter Grund war noch, dass ich Stormblood und Shadowbringers nicht kenne, großartig. Ich kenne die Sequenzen, ich habe es nicht gelesen. Weil ich damals super tolle Leute im Chat hatten, die meinten, hey, das ist nicht wichtig. Mach lieber Inni, beeil dich. Ist uninteressant. Und ich habe auch noch drauf gehört. Da habe ich gerade angefangen mit Stream. Ist fast eine halbe Jahre jetzt her, aber es ärgert mich trotzdem. Ärgert mich trotzdem. Mittlerweile habe ich halt so eine Egal-Einstellung gesagt. Ich mach das jetzt. Ist mir egal, ob alle halb einschlafen. Ich will lesen. Kann doch nicht einfach sagen, dass einer von euch meinte, dass ich der beste Bade sei, den er bisher gesehen hat. Er hat mich dann gefragt, ob er viele Baden gesehen hat oder ich mich doch ganz solide mache. Vielleicht will ich zu viel Flex, sogar für mich. No. Ich glaube, ich kann keine Klasse wirklich gut spielen. Ich kann einige spielen, aber ich kann nicht alle gut spielen. Muss ich aber auch nicht. Aber ich hätte gerne zumindest so eine, wo ich sage, hey, Küchen. Aber mal schauen. Mal schauen. Bis ich mit dem hier raiden kann, dauert es noch. Ich bin nur froh, dass man mittlerweile von Chaos auf Light sich porten kann über Umwege. Was als Umwege? Muss der vorm Logging-Fenster raus. Dann kannst du dich ja porten. So kann ich wenigstens noch mit dem Char hier, mit den Leuten auf Shiva und Zodiac mitlaufen. Beim Bahn kann ich dir gerne helfen. Wie gesagt, beim Bahn brauche ich echt Hilfe. Ich glaube, ich werde den nicht im Savage mal spielen, aber. Ich wüsste zumindest gern, wie die Rote ist. Vielleicht mal im Ruhigen mal erklären. Das wäre tatsächlich ganz lieb. Ich habe es tatsächlich über den Guide versucht und ich krieg's bis heute nicht hin. Das war mir dann doch zu viel. Aber er macht Spaß. Macht der Bade unglaublich viel Spaß. Und vor allem, ich liebe Bögen. Bögen sind so toll.
Und wirklich nur beim Baden. Bei dem anderen Job würde ich dich immer an andere verweisen. Einfach ausprobieren und dann findet sich die Klasse, die einem persönlich passt. Und so bin ich von Baden Main zu White Mage, Red Mage Main gewechselt. Es ist wie gesagt wie bei mir mit auch White Mage und Reaper. Reaper spiele ich tatsächlich richtig, richtig, also nicht richtig, richtig gut, sondern richtig, richtig gerne. White Mage wird mir gesagt, die spielen gut. Ich bin da nicht ganz so von überzeugt. Aber. Ja. Mal gucken. Wie gesagt, hier level ich jetzt erstmal Adolf auf 50. Weil ich habe hier nämlich diesen wunderbaren Routine-Bonus. Den will ich natürlich ausnutzen. Den Routine-Bonus will ich mir natürlich mitnehmen. Da er ja nur bis 80 geht, will ich alles peu à peu hochziehen. Gerade spiele ich tatsächlich auch hier den Baden. Beziehungsweise Weitläufer ist er noch. Ich erstmal Weitläufer und Fischer. Paar spiele ich immer noch gern. Ja. Wurde mir aber auch nachgesagt. Alle, die Bade gespielt haben, waren nur so: Wie, du verrätst den Baden? Ich so: Nein, ich liebe den Baden immer noch. Der Bade ist immer nach dem Reaper und der White Mage die dritte Klasse, die ich als erstes immer hochziehe. Ich werde morgen den ganzen Tag im P5 drin sein, bis zum Kill. No. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du es schaffst. Oder dass ihr es schafft. Ich muss erstmal überhaupt so einmal rein. Ich habe nur ein Aschchen zitiert. Ich habe nichts gesagt. Ja. Ja. Ich habe dich im Blick. Nein, alles gut. Ich mag alle Klassen, außer Thaumaturg. Ich kann mit dem nichts anfangen. Es tut mir echt wirklich leid, aber ich kann mit dem Thaumaturg nichts anfangen. Genauso wie mit dem Blue Mage. Gut, das spielt man ja nicht regulär, aber ich weiß nicht. Das sind irgendwie so zwei Sachen, zwei Klassen, mit denen werde ich nicht warm. Den Astrologen kenne ich noch nicht, den habe ich noch nicht selbst gespielt. Den habe ich noch nicht mal freigeschalten gehabt auf dem anderen Char. Mit dem Sage werde ich langsam warm. Ganz langsam. Gut, Tanks habe ich bisher nur Gladiator und Marodeur gespielt. Und Schurke ist auch nicht so meins. Sonst gehen die Klassen. Nicht Steining, aber ich musste gerade überlegen, wer genau das war. Ach, alles gut. Es gibt auch so ein paar Sachen, da wurde ich auch schon gesteinigt. Genau. Kitty Run. Oh, nee, Kitty ist gar nicht da. Kitty ist leider gar nicht da, Gott. Sonst müsste Kitty laufen. Ja, wir haben jemanden in der Community, der heißt Kitty. Deswegen. Ja. Ich trinke endlich Fastnacht. Aber, Luca, danke, dass du dich um mich sorgst. Ich habe heute tatsächlich zu wenig getrunken. Ich glaube, 1,5 Liter fehlen noch. Beziehungsweise, gestern fehlten noch 1,5 Liter. Lasst mich rein. Let me in. Let me in. Das ist eine hübsche Aura. Ich finde, Auras kann ich überhaupt nicht gut erstellen, ne? Ich weiß nicht, ich habe bisher noch keine Aura erstellt, die schön war. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich teilweise immer wieder bei Streamern vorbeischaue und meine Kanalpunkte für Wasser trinken ausgebe. Ach, du auch!
Ich meistens auch. Ich meistens auch. Wenn ich sehe, okay, irgendwo ist Trinken, ist das meistens das Erste, für das meine Kanalpunkte draufgehen. Dann schaue ich meistens weiter. Dann denke ich, okay, bei den Sachen, wo ich gerade zuschaue, bei den Leuten, ist das unpassend. Also mache ich weiter mit Trinken. Muss klingt nach Power trinken. Ich habe heute meine 4 Liter, 1 Liter Kaffee inklusive schon verbraucht. Boah. Also ich trinke tatsächlich meistens so, ja, meine 2 bis 3. Aber heute war es tatsächlich. Gut, ich habe aber auch den halben Tag geschlafen, weil ich, ne? Gestern oder von Sonntag auf Montag hatte ich ja mal einen 24-Stunden-Stream. Gestern um 6:30 Uhr war ich fertig. Dann habe ich 3 Stunden geschlafen, war wach, habe mich nicht nochmal hingelegt. Und habe dann bis kurz vor 10, glaube ich, durchgepennt heute. Also. Ich glaube, zwischendurch hatte ich mich auch nochmal hingelegt. Wie sieht es bei dir aus mit der Insel? Gut, ich hatte keine Erwartung bei der Insel, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde die Insel richtig cool. Aber ich bin kein Fan, der stundenlang farmen kann. Also bei meiner Insel, ich sitze meistens so eine halbe Stunde kurz dran, mach kurz bisschen was, lass die Sachen näher stehen, gucke, ob ich irgendwas dafür farmen, also sammeln muss. Sammle das kurz und gehe wieder. Aber es gibt Sachen, die ich halt haben möchte. Wie, ne, die moderne Ästhetik und so. Ne? Sind halt so ein paar Sachen bei, die ich gerne hätte. Aber ich finde es halt eigentlich ganz cool. Es ist jetzt nicht so meins, aber schlecht finde ich es nicht. Das ist ein netter Zeitvertreib. Und man kann mal so ein bisschen abschalten. Ich habe jetzt tatsächlich. Oh, war das gestern oder war es vorgestern? Ich habe einfach eine Serie angemacht und. Oh, gib ihm. Welche sind was denn? Ich glaube 5. Mir fehlen noch ein paar Punkte zu 6. Also ich bin fast auf Stufe 6. Ein bisschen was habe ich gemacht. Aber wie gesagt, halt überhaupt nicht aktiv. Ich habe mir mein eines Glam geholt, also dieses eine Oberteil mit dem Rucksack, weil ich das so cool fand. Und jetzt spare ich halt auf die moderne Ästhetik, weil ich beide Zöpfe haben will. Ich will, also, ich glaube, es sind beide Zöpfe. Ich will einfach wissen, wie sie aussehen. Kugelfische. Ich mach einfach erstmal. Yay, Kugelfisch. Perfekt. Direkt einen Kugelfisch gefangen. Samura. Ah ja. Also ich bin kein Angelprofi. Aber ich habe mein eines Mount trotzdem bekommen, den Hai. Letzte Woche irgendwann. Also nicht mit dem Scheiß hier, sondern mit dem anderen. Mit dem Scheiß ist das meine erste Angeltour. Okay, kriege ich zumindest meine Kugelfische.